Am 5. April ist es soweit, dann steht bei uns in Deutschland HTC Vive offiziell in den Läden. Obwohl in den Läden stehen, ist ein bisschen zu hoch gegriffen. Das Ding ist vor allen Dingen online verfügbar und da schwer ausverkauft. Aber ab dem 5. April ist Virtual Reality aus dem Hause Valve und HTC dann endlich Realität. Und wir haben bereits das fertige Endkundenmodell bekommen und packen es in diesem Video aus. Das Gerät kommt in dieser riesengroßen Kiste, die auch nicht allzu leicht ist, kann man schon noch leicht anheben, sind vielleicht 7-8 Kilo. Die ganze Kiste kommt in einen viel größeren Karton, sicher verpackt mit Plastik und Styropor. Und sie ist wunderschön gestaltet. Das ist ein schickes Logo, es gibt nicht sehr viel drauf zu sehen. Vorne haben wir eine nette Prägung. Es zieht sich dieses blau-schwarze Motiv durch die ganze Angelegenheit, in der ich mich zufällig auch gekleidet habe. Ansonsten gibt es auf der Verpackung nicht viel zu sehen. Es gibt eine Seriennummer, die ich mal abgeklebt habe und es gibt eine Inhaltsangabe als Aufkleber. Für jedes Land gibt es dann wahrscheinlich einen anderen Aufkleber. Mehr ist von außen nicht zu sehen. Und deswegen werde ich ohne große Worte jetzt mal den Deckel lüften und das in der kamerafreundlichen Aufrechtperspektive. Ich hoffe, das quittiert mir die Hardware nicht dadurch, dass sie mir entgegenputzelt. So, so und so. Funktioniert natürlich allesamt im Liegen besser und ich habe es geschafft. Wie man sieht, hopp, ist das Innen auch hübsch ausgepolstert, wirkt alles recht hochwertig und schwer. Und zuallererst fliegt einem eine Schnellanleitung entgegen, wie man das Ding aufzubauen hat und was alles in der Packung drin ist. Die lege ich mal zur Seite. Die erklärt mehr oder weniger, dass man einen Spielbereich freischaffen sollte und wie das funktioniert, wie man das am besten einrichtet, wo man die Software herbekommt und welches die nächsten Schritte sind. Das hat eigentlich ist nicht sehr schwierig. Man schmeißt das an seinen PC und dann startet man Steam und da passiert alles weitere automatisch. Und hier haben wir drei Einzelkartons, wo sich einmal die Basisstationen befinden, die Controller und das eigentliche Headset. Und jetzt klappe ich die Geschichte mal wieder zurück, bevor ich Dinge zerstöre. Und fange mal mit dem Headset an. Und das ist schließlich die zentrale Geschichte. Das ist nochmal einzeln in einer Tüte verpackt. Und ich kann es hier mal hier in die Kamera halten. Wir haben bereits ein Video zur Pre-Version, da ist das Plastik hier oben drauf noch ein bisschen anders gemacht. Wir haben vermutet, dass es jetzt Klavierlack gibt, aber es ist gar kein Klavierlack, sondern auch eine etwas besseres, edleres Finish, ohne dass es allzu Fingerabdruck empfänglich ist. Das gefällt mir gut. Da unten ist eine Kamera mit einem entsprechenden Schutzaufkleber drauf, die ermöglicht es einem, auf Tastendruck die reale Welt einzublenden, sodass man sich gar nicht so hilflos und wehrlos in Virtual Reality vorkommt, was tatsächlich gewissermaßen ein kleines Problem sein kann. Ansonsten hat sich seit der Pre-Version das Headset nicht weiter verändert. Hier befinden sich zwei Displays und jede Menge Sensoren, so leicht eingedellt, damit sie wahrscheinlich nicht so schnell beschädigt werden, und die sehen einen Infrarotlaser und anhand dessen können Algorithmen bestimmen, wo sich der Kopf des Users befindet. Innen drin befindet sich eine Optik, das sind Fresnel-Linsen, die werden auch bei der Konkurrenz von Oculus verwendet und ich weiß nicht, ob die Kamera das rüberbringt, aber Fresnel-Linsen bestehen aus so einzelnen Plastikschichten und die sieht man dann auch bei ungünstigen Lichtverhältnissen, das heißt in besonders hellen oder in besonders dunklen Szenen kann man die beim Spielen sogar sehen. Ansonsten gibt es hier Möglichkeiten, das Headset ein wenig von der Tiefe zu verstellen für Brillenträger und hier gibt es noch einen Regler für den IPD, den Augenabstand. Da kann man die Displays, die hier verbaut sind, ein wenig verschieben und so den optimalen Abstand reproduzieren, den die eigenen Augen haben, damit das Spiel einfach richtig wirkt. Hier oben befindet sich ein Kopfband, auch das wurde wohl laut HTC im Vergleich zur Pre-Version verändert, aber auf die Schnelle muss ich sagen, vielleicht bis aufs Material, das ein bisschen steifer wirkt, hat sich da eigentlich nichts verändert. Nach wie vor befindet sich ein meiner Meinung nach etwas unglücklicher Kopfhörerausgang, einfach so als Kabel mitten am langen Kabelstrang, der aus dem Headset rausläuft. Und ich werde das jetzt nicht auswickeln, aus dem Headset raus, wie bei allen anderen High-End-Modellen von Sony oder Oculus. Die ganze Geschichte ist mit dem Kabel angeschlossen und in dem Fall ist es Strom, HDMI und USB, die aus dem Gerät rauskommen und in eine entsprechende Anschlussbox, die wiederum am PC steckt, angeschlossen werden müssen. Soweit zum Herzstück der Angelegenheit, dem Headset. Unter dem Karton, bin ich mir sicher, befindet sich sicherlich noch Kabel und Anschlusskram. Nein, falsch gelegen, nicht in diesem Fall. Dafür gibt es hier noch eine kleine Box mit der besagten Anschlussstation. Orange auf der Headset-Seite und
ohne weitere Farbinformationen auf der PC-Seite. Da schließt man das eben mit HDMI-Anschluss an seinen Rechner an. Hoppala, mit HDMI-Anschluss an seinen Rechner an. Man mit dem USB 3.0-Anschluss, dann kommt noch Strom rein. Und wenn man das so will, glaube ich, kann man sogar noch eine seiner Basisstationen da direkt anschließen, ist aber nicht Pflicht. Dazu kommt ein Austausch. Eine Austauschblende für den bequemen Sitz, das Styropor oder dieser Kunststoffschaum, gut möglich, dass der schnell mal leidet. Und das interessiert mich, das sind Teile, die haben wir bei der Entwicklerversion nicht gehabt. Diese kleinen Ersatzteile, die der Kunde für sich zu Hause bekommt. Das ist tatsächlich auch eine Blende, die ein bisschen weniger Licht durchlässt für einen, wie es hier oben aufgedruckt ist, für ein etwas Narrow Face, ein etwas engeres, kleineres Gesicht. Hier scheinen sie ein bisschen Optionen zu bieten für die Tatsache, dass jeder Mensch etwas unterschiedlich gebaut ist, eine etwas unterschiedliche Kopfkonstruktion und Augenkonstruktion hat. Dann haben wir hier, wie sich's für Geräte gehört, die ein Display haben, auch noch ein Mikrofasertuch zum Abwischen. Hier befindet sich eines von vielen, vielen Netzteilen. Das dürfte zur Basisstation gehören. Insgesamt sind der Hardware 5 Netzteile beigelegt. Und weil uns das ganze Ding von Valve geschickt wird, oh Gott, wir brauchen Adapter, stelle ich gerade entsetzt fest, dass wir US-Netzteile bekommen haben. Die sind natürlich auch mit 240 Volt betreibbar, aber nicht ohne Adapter. Na tolle Wurst. Und ich merke noch mehr, es gibt noch Zettelkram. Das dürften Garantiescheine und Ähnliches sein. Und noch weitere Dinge. Was ist es? Was ist es? USB-Kabel, HDMI-Kabel, das gehört natürlich mit zur Basisstation. Und dann sehr interessant, was um alles in der Welt verbirgt sich in diesem geheimnisvollen Beutelchen? Es ist eine Packung Billig-Kopfhörer. Immerhin mit verschiedenen, also In-Ear-Kopfhörer mit verschiedenen Plastikaufsätzen. Wer weiß, klingen sie gut. Nett, dass es beigelegt wird. Es ist absolut nicht nötig, dass Vive, HTC und Valve der ganzen Sache Kopfhörer beilegen. Aber tatsächlich ist es eins der Features des Geräts, dass da ein Kopfhöreranschluss ist. Sie fühlten sich da wahrscheinlich genauso wie Sony genötigt, diese Sache beizulegen. Bei Oculus sind ja Lautsprecher mit eingebaut, also praktisch Kopfhörer. Kann man aber auch wegklappen. So. Die beiden Controller haben sich nicht verändert seit der Präversion. Die besitzen auch überall auf der Oberfläche Sensoren für die Infrarotlaser, zu denen ich dann noch kommen werde. Sie werden mit Micro-USB geladen. Sie haben Saft für, sagen wir mal, 7-8 Stunden Gameplay, soweit wir das bis jetzt beurteilen können. So richtig sicher sind wir uns da aber auch noch nicht, weil wir sie öfters auch mal angeschaltet irgendwo liegen gelassen haben und unsere Ladezyklen nicht gemessen haben. Und jetzt habe ich sie angeschaltet. Hervorragend. Sie haben also auch kleine Lautsprecher integriert. Mehr will ich dazu gar nicht sagen. Dazu gibt es sehr viel mehr Informationen in meinem Video, das ich zusammen mit Jan gemacht habe. Und schön ist das nicht, aber ich baue mal hier einen Berg Hardware. Greife hier in das Silikon. Hier befinden sich nämlich tatsächlich noch ein paar Zubehörteile. Und zwar sind das die Netzteile. Ich packe mal eins aus für die Controller. Das sind praktisch ganz schlichte USB-Ladegeräte. Auf dieser Seite Strom, wieder amerikanisch. Auf dieser Seite ein USB-Anschluss. Und da die dazugehörigen Kabel. Also sind wir jetzt schon bei insgesamt 3 Netzteilen. Und 2 weitere kommen für die sogenannten Basisstationen dazu. Manche Leute sagen vielleicht sogar Sensor zu dieser Hardware. Ist aber völlig falsch. Das ist genauso wenig ein Sensor wie die sogenannte Sensorleiste der Wii-Konsole oder Wii U. Letztendlich handelt es sich hier um Infrarot-Laser-Funkfeuer. Und die baut man auf beiden Seiten der Spielfläche auf, möglichst diagonal gegenüber. Möglichst sehen sich diese Geräte gegenseitig und die belegen die ganze Spielfläche mit einem unsichtbaren Netz aus Laserstrahlen. Ich habe mir das im Rahmen der GDC auch mal von innen anschauen können. Da drin sind 2 Motoren mit Lasern dran. Die streuen sozusagen ein Lasernetz in beide Richtungen. Das sind übrigens exakt dieselben Motoren, wie sie in DVD- und CD-Laufwerken benutzt werden. Und deswegen werden die Dinger auch, die vibrieren leicht, wenn sie benutzt werden, werden auch ein bisschen warm. Und man kann das auch hören, dass da drin sich irgendwas bewegt. Ist aber eine relativ schlaue Geschichte. Sehr schön finde ich, dass hier
klassische Gewinde eingebaut sind, mit denen man das auch mit auf Stative befestigen kann. Es gibt eine rutschfeste Oberfläche und Anschlüsse für USB. Das dient wiederum zur Stromversorgung mit exakt denselben Netzteilen, die wir schon mal gesehen haben für die Controller. Die liegen hier auch bei. Nein, es sind dieselben Netzteile wie für die Basisstation, also etwas klobigere Teile. Und sie bekommen den Strom aus dem Netzteilanschluss. Ich habe Blödsinn erzählt. Das USB-Kabel dient der Synchronisierung zweier Stationen, die sich gegenseitig nicht sehen können. Auch dann kann man Vive benutzen. Und das dürfte dieses lange Kabel sein. Da vergewissere ich mich lieber mal. Und wie man schon sieht an diesem ganzen Haufen Zeug, der hier von mir aufgetürmt ist, bei Vive gibt es unfassbar viel Kram auszupacken, anzuschließen. Aber das Schöne ist, sobald einmal alles sitzt, das ist ein Sync-Kabel. Das ist dieser sogenannte Klink, der sieht aus wie ein Klinkenanschluss. Das ist jetzt hier zu finden. Damit kann man zwei Basisstationen synchronisieren, die sich gegenseitig nicht sehen. Wozu der USB-Anschluss da ist, entfällt mir gerade. Dann haben wir hier noch Montagematerial, auch sehr spannend, das habe ich auch noch nie gesehen. Also noch zwei weitere Netzteile, das Synchronisationskabel mit richtig vielen Metern, das sind bestimmt, steht's drauf. Steht nicht, wie viele Meter es sind, es ist aber auf dem Aufkleber zu lesen und garantiert auch in der offiziellen Produktbeschreibung. Mich interessiert jetzt einfach nur das letzte mysteriöse Paket. Mit Schrauben. Und hier packe ich auch nochmal eins der Stative aus, die man an die Wand schrauben kann. Und dann kann man da seine Basisstation draufbauen. In etwa so. Und die Teile verteilt man dann eben vielleicht an einem Schrank oder irgendwo in der Nähe der Zimmerdecke. Auf der GDC habe ich da sehr viele teils recht kreative Lösungen gesehen, wie man das Teil befestigen kann. Schön, dass daran gedacht wurde und dass auch Schrauben und sogar Dübel dabei sind. Also tatsächlich ist alles in der Packung, was man braucht, um die Dinge zu installieren. So sieht es im Detail dann aus. Amateurhaft von mir zusammengeschustert. Und ich werde den ganzen Kram jetzt wieder einpacken. Hoffentlich schön, dass sich die Kollegen von der Hardware nicht aufregen. Aber das soll es gewesen sein. Das alles steckt in der offiziellen Verkaufsverpackung des fertigen HTC Vive. Einer der ersten VR-Headset-Geschichten, die auf den Markt gekommen sind. Spannende Zeiten. Danke fürs Zuschauen.